einfach köstliche Unterhaltung. Bei Marienhof im Ersten mit Asia-Würzpaste von Maggi. Es wird viel passieren. Aber dein Führerschein, der... Lili, der ist jetzt futsch. Naja, du wolltest den Helden spielen und Bashiro retten. Aber dafür bekommst du heute Abend eine extra Portion Lasagne. Hast du ihm gerade den Auftritt in Foxy abgesagt? Ja, ich zitter total. Vielleicht hast du ja doch Fieber. Lampenfieber. Ich kann das Geld nicht annehmen. Ich habe dich die ganze Zeit belogen. Es wird viel passieren. Du meinst deine Gefühle für mich? Das war nur gelogen. Charlie. Vergiss es, komm. Du wolltest das Geld für Andres OP? Nimm und geh. Geh. Das ist schlimmer. Es ist viel schlimmer. Was jetzt noch? Andres ist nicht krank. Er ist gesund. Also, du erfindest diese Krankheit, um mich abzuzocken? Nein. Nein. Es ist nicht so, wie du denkst. Ich kann es dir erklären. Bitte, Charlie. Ja, bitte, Charlie. Danke, Charlie. Ich bin noch nicht als irgendein Penner, den du abzockst, oder? Nein, das bist du nicht. Pedro, Andres und ich, wir sind in Lebensgefahr. Und deswegen sind sie auch nach Köln gekommen. Bitte, hör mir zu. Doch alles überhaupt nicht sein. Ich bin schon so oft vor Leuten aufgetreten. So ein Lampenfieber kann ganz plötzlich kommen, wie ein Anfall. Mein Gott, ich glaube, du hast recht. Es ist doch keine Schande, dass es schon ganz vielen Leuten passiert. Andrea Bocelli, Maria Callas. Du meinst, dann bin ich in bester Gesellschaft. Wichtig ist, dass du deine Angst in den Griff bekommst. Du bist für die Bühne geboren, glaub mir. Ich weiß nicht. Ich fühle mich plötzlich wie die letzte Versagerin. Wenn es drauf ankommt, dann kriege ich Herzrasen und Schweißausbrüche. Dann frage ich dich, was hast du zu verlieren? Tritt auf! Und wenn die Leute klatschen, dann weißt du, dass deine Angst überflüssig war. Ja, und wenn sie dich ausbuhen, dann... Ja. Dann was? Ja, dann weißt du halt, dass du dir einen anderen Job suchen solltest. Na, toll. Genau das ist es, was ich machen werde. Ich suche mir einen anderen Job. So sind die Bullen in Deutschland. Erst machen sie eine Riesenshow und dann verläuft's im Sand. Ja, wenn Marlon das sagt. Sei doch froh. Ich bin froh. Na also. Was für ein Glück. Ich dachte, die Deutschen sind immer so super gründlich. Ja, und super selbstlos. Wir müssen jetzt auch weiter. Lilly kocht heute Abend. Willst du mitkommen? Lasagne. Na, heute nicht, danke. Ich habe auch irgendwie gar keinen Hunger mehr. Wahrscheinlich wegen der Sache mit der Polizei. Ja, na dann, also. Also, tschüss. Ciao. Ciao. Marlon, warum sagst du ihm nicht die Wahrheit? Das gibt ihm nur ein schlechtes Gefühl. Also warum sollte ich? Lili, meinen Lappen kriege ich davon auch nicht wieder. Ja, aber du kannst ihm ruhig sagen, was du für ein Opfer gebracht hast. Schließlich ist es ja nicht selbstverständlich. Der arme Kerl hat schon tierische Schuldgefühle wegen dem Unfall. Oh Gott, du bist ja schon schlimmer als mein Vater. Versprich mir, dass du ihm nichts sagst. Keinem. Wir sind unschuldig da reingeraten. Pedro kann nichts dafür. Seit wann sind die beiden in Köln? Seit 2 Wochen. Und wo? In einem Wohnwagen. Aber meine Gefühle für dich sind echt. Sonst hätte ich das Geld eben genommen und wäre weg. Paula, du hast mich unter Druck gesetzt mit der Lüge, unser Sohn wäre todkrank. Das war falsch. Das war falsch? Ich wollte Fechner überfallen.
Ich habe mir von meinem besten Freund 10.000 Euro geliehen. Und wofür? Für diesen Pedro. Für uns alle. Auch für deinen Sohn. Oder soll ich dir glauben, deine Gefühle für mich wären keine Lüge? Du hast mit mir geschlafen für Geld. Paula, eine Hure, die tut wenigstens nicht so, als würde sie einen lieben. Was ist aus dir geworden, Paula? Was hätte ich denn tun sollen? Die Wahrheit sagen? Hättest du dann auch alles getan, um das Geld zu kriegen? Ich gehe jetzt. Paula! Ach du meine Güte. Warst du bei Charlie? Habt ihr euch gestritten? Es ist so schrecklich. Was ist denn so schrecklich? Charlie hat die 20.000 Euro vom Finanzamt gekriegt. Ach, ja, dann hast du doch erreicht, was du wolltest. Es ist alles aus. Was ist denn aus? Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn für immer verloren. Du hast es Charlie gesagt. Und jetzt hasst er mich. Er glaubt, alles wäre gelogen. Und wahrscheinlich glaubt er die Geschichte mit dem Drogenclan auch nicht. Und er denkt, ich wollte nur das Geld. Und? Hast du es genommen? Ich habe Charlie verloren. Ibero wird Pedro umbringen. Jetzt mal doch nicht den Teufel an die Wand. Charlie wird sich schon wieder beruhigen. Und Pedro wird nicht umgebracht. Ich kann Pedro das unmöglich sagen. Wie soll ich ihm klarmachen, dass ich auf das Geld für unsere Flucht verzichtet habe? Jetzt komm erst mal mit zu mir und dann sehen wir schon weiter. Dann versuch es doch wenigstens. Der Auftritt im Foxy, das ist eine Chance. Ich hab gesagt, ich mach's nicht und dabei bleibt's auch. Du kannst doch nicht einfach so deinen Traum aufgeben. Nur wegen Lampenfieber hast du jetzt Angst, dass du eventuell deinen Auftritt versemmelst. Lampenfieber ist eine ernste Sache. Da hörst du's. Danke, Kai. Wahrscheinlich hat Jessie einfach nicht genug Talent und ihr Unterbewusstsein spürt das. Sag mal, wovon redest du? Also, weißt du was? Ich würde nicht hingehen. Blamierst dich nur mit deinem Gejaule. Jessie hat eine super Stimme, okay? Das war ein netter Versuch, Kai. Wovon redet ihr denn? Ja, der Herr Pädagoge hat versucht, mich bei meinem Stolz zu packen, aber es hat nicht funktioniert. Ich hätte es ja gar noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben, aber dann hätte mich der Spanier hier höchstwahrscheinlich verprügelt. Wenigstens glaubst du an mich. Ja, klar. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Jessie, du musst das Ganze ein bisschen offensiver angehen. Ja? Keine Drogen, keine Beruhigungsmittel. Tief durchatmen. Und springst du rein ins kalte Wasser. Du wirst leicht reden. Ja, aber da hat er ausnahmsweise recht. So, ich muss los und tschüss dann. Ciao. Weißt du was, ich habe eine Idee. Ich nehme mir heute frei, du probst zum Foxy und ich schau zu. Du meinst so eine Art Generalprobe? Ja. Oh Mann. Hast du keine Schule? Erst zur zweiten. Was ist denn das für Kohle? Gehört der Firma. Tu es wieder zurück. Ich will ja, aber es klebt irgendwie fest. Hast du überhaupt nicht geschlafen? Ist doch alles völlig egal. Was ist egal? Paula? Paula gibt's nicht mehr. Wie jetzt? Ich habe mich die ganze Zeit belogen. Wie jetzt? Markus Ribeiro. Lebensgefahr. Mann, was ist denn passiert? Muss ich mir Sorgen machen? Seit 2 Wochen sind sie in Köln.
verstehst du, seit 2 Wochen. Ich meine, ich bin froh, dass das Kind okay ist und gesund, aber ich meine, wie kann man nur? Verstehst du? Ich meine, wie kann man nur? Ich mach dir erstmal einen Kaffee, ne? Robby Spezial. Der lässt dir die Schädeldecke weg. Hey, du hast Mittagspause. Da kann ich ja ewig vorm Reisebüro auf dich warten. Ich hab die anderen schon mal ins Nimmerland geschickt. Echt? Nee, die warten lieber in der Schlange auf dich. Du bist ja nur 5 Minuten weg, ne? Ja, 4 Minuten sind schon um, aber eine habe ich noch. Übrigens, du bist heute Abend dran mit Kochen. Ja, ich weiß. Mhm. Ich bin gerade beim Einkaufen. Aber ich habe keinen Bock. Willst du das nicht machen? Nix, ich war gestern schon dran. Das kannst du ruhig mal machen. Wie Angst ist. Marlon Berger, hallo? Fröhlich hier. Marlon, ich habe den Job für dich. Bist du bereit? Ja, klar. Was liegt an? Tourneebegleitung bei der Newcomer-Band in 2 Monaten. Ich brauche jetzt sofort eine Zusage. Ja, wie cool. Gute Sache. Führerschein hast du ja. Wieso? Um nah an den Jungs dran zu sein. Naja. Shit. Was? Herr Fröhlich, ich habe zurzeit leider ein bisschen Probleme mit der Polizei. Also das ist nur ein Missverständnis, aber es könnte sein, dass ich meinen Führerschein abgeben muss. Das ist zu unsicher. Sorry, Marlon. Bis später. Ciao. Ja, ciao. Mist, ey. Hey, ihr beiden. Hi. Hi. Was ist los? Hast du Ärger? Nee, alles super. Hau rein. Wirklich? Ja. Wie gesagt, ciao. Ciao. Was hat er denn? Ubashiro, ich muss jetzt auch los. Meine 5 Minuten sind leider um. Lilly, warte mal kurz. Why don't you bleed when I scratch you? Why don't you weep when I... Scheiße, Frosch im Hals, tut mir leid. Das ist schon super. Ja, sehr witzig. Das Publikum findet es auch gut. Du bist echt bekloppt. Genauso werden die heute Abend applaudieren, sag ich dir. Du gehst immer noch davon aus, dass ich heute Abend singe. Es wäre eine Schande, wenn du heute Abend mit deiner Engelstimme nicht singen würdest. Oh, Carlos. Es ist einfach was anderes, ob ich vor dir singe oder ob ich vor Publikum singe. Noch ein Song bitte, okay? Das war furchtbar, das Gekrächze. Ja, weil du halt nervös bist. Du musst irgendwas singen, was dich locker macht. Und was? Stell dir einfach vor, du bist Marilyn Monroe. Und ich bin JFK. Und du musst mich besetzen. Hm? So, so. Na gut. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, a love, a whoop-whoop-be-doo. Er hat einen Auftrag nicht bekommen, weil er seinen Führerschein abgeben muss. Wegen Fahrerflucht. Bashiru, du kannst dir ja vorstellen, mit welchem Fahrrad. Mann, ich habe, glaube ich, schon viel zu viel jetzt gesagt. Ich muss wirklich los. Ciao, ja? Ich kann verstehen, wenn du mich jetzt hast. Vergiss uns einfach. Vergiss, dass Andres und ich in Köln sind. Vergessen? Es ist das Beste. Paula, du lässt mich wochenlang damit leiden, dass mein Sohn in Lebensgefahr ist. Und jetzt soll ich alles vergessen? Dich. Du verlangst echt viel von mir. Don't you bleed when I scratch you? Don't you weep when I hurt you? Don't be
Wie lange seid ihr denn schon da? Wie lange wir schon hier sind? Ja gut, ich sag mal, I wanna be loved by you. You. Das ist viel. Aber wirkungsvoll, oder? Ja, also wenn ich so schön singen könnte, ich würde dort auch mit der ganzen Welt teilen. Ja, ne? Susi und ich haben extra unsere Mittagspause geopfert. Also. Ja. Ja. Dann singe ich heute. Ja. Bashiru, komm rein. Essen dauert aber noch ein bisschen. Oh Mann. Ich wusste nicht, wie nahe dir das geht. Was? Ja, dass du deinen Führerschein verlierst. Quatsch, das ist wegen den Zwiebeln. Wie, sie hat sie gesagt? Mann, sie hat mir versprochen, nichts zu sagen. Du darfst ihr nicht böse sein. Ich habe sie dazu gezwungen, mir alles zu erzählen. Und ich bin froh, dass ich jetzt weiß, was du für mich getan hast. Weißt du, es ist gar nicht so schlimm. Wirklich, man kann sich dabei auch ziemlich heldenhaft vorkommen. Du wirst wegen mir deinen Führerschein verlieren und diesen Auftrag. Du, was ist das gegen deine Aufenthaltsgenehmigung? Ich stehe tief in deiner Schuld und ich will, dass du das hier von mir annimmst. Es ist zwar nicht sehr teuer, aber es ist von meiner Mutter und soll mich beschützen. Aber da ich jetzt so einen Freund wie dich habe, brauche ich es nicht mehr. Aber jetzt soll es dich beschützen. Danke. Und bitte sag mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ich wüsste da was. Sag was? Aber das ist echt schrecklich. Egal was es ist, ich werde es tun. Schon ziemlich nervös zu sein. Ja. Ja, klar, die Prüfungskommission ist ja auch schon da. Da ist Professor Georgi. Okay. Auch der muss morgens aufs Klo, okay? Okay? Ja. Jesse Wieland, bitte. Du packst das, okay? Ja. Du packst das. Okay. Alles klar. Hast mal auf die Uhr geguckt? Feierabend. Hier, das haben wir uns verdient. Prost. Sag mal, Charlie, wie lange kennen wir uns jetzt? Lange. Dann streit es erst gar nicht ab, dass du Kummer hast. Man braucht keine übernatürlichen Fähigkeiten, um das zu merken. Andres ist gar nicht krank. Was? Möchte noch jemand Apapa Fufu? Gerne. Wirklich köstlich. So. Was hast du denn da eigentlich? Das hier? Das ist mein Beschützer. Ein Geschenk. Offensichtlich nicht das Einzige. Also ich kann immer noch nicht glauben, was du da gezaubert hast, Marlon. Wirklich gut, wie in meiner Heimat. Tja, man entdeckt halt immer wieder neue Talente in dir. Ich muss sagen, ich habe dich wirklich unterschätzt. Woher kennst du denn afrikanische Gerichte? In unserem Gastelieb habe ich ein bisschen im Internet gestöbert. Da findet man so einiges. Mhm. Ja. Wer ist dafür, dass Marlon ab jetzt immer kocht? Nur keine Panik. Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich, sag mal. Du solltest das schlechte Gewissen deines afrikanischen Freundes aber nicht ausnutzen. Marlon nutzt mich nicht aus. Er ist ein wirklicher Freund. Was er für mich getan hat,
So etwas Gutes ist mir noch nie passiert. Bashiro, danke. Ihr alle, ich bin sehr, sehr glücklich, euch zu kennen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir dich kennen. So, bevor wir jetzt alle anfangen rumzuheulen, machen wir ein Familienfoto für Bashiros Mama. Ja, okay. Du kommst aber mit aufs Foto. Ja, ja, klar, logisch, komm her. So, jetzt komm mal rüber hier. Okay. So. Geld brauche ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das ist unglaublich. Ja. Stell dir vor, sie hat mir eine Lüge nach der anderen aufgetischt. Und das jetzt mit diesem Markus Riedingenskirchen? Ja, ja, das ist die Wahrheit. Sicher? Ja. Also egal, was für eine Notlage. Aber dich moralisch unter Druck zu setzen mit der Angst um das Leben deines Jungen, das ist starker Tobak. Ja. Willst du Paula anzeigen? Ich hatte einfach Angst um Andreas, darum geht's. Ja, das weiß ich. Ich habe natürlich vorher auch oft an ihn gedacht, aber was hätte ich machen sollen? Brasilien ist weit, ne? Ja, aber jetzt ist er ja in Köln. Warum hat er mich angelächelt, als ich aus dem Latte kam? Meinst du, er hat vielleicht gespürt, dass ich sein Vater bin? Es gibt die merkwürdigsten Dinge. Die Taschenlampe, die mir Timmy damals geschenkt hat. Er hat geträumt, ich würde im Dunkeln um Hilfe rufen. Kurz darauf ist das Haus eingestürzt. Ja, aber hör mal, Andres ist hier, verstehst du? Hier ist er. Ja, ja, aber... Ich will ihn sehen. Ich muss meinen Sohn kennenlernen. Zuverlässig wie ein Schutzengel. Das ist die Provinzial. Immer da, immer nah. Provinzial.